ist. Er könnte nicht geeigneter sein. Die Leute werden ehrlich, wenn sie eine Klinge am Hals spüren. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Ehe du zum Kaiser gebracht wirst, Hexer, musst du einige Informationen bestätigen. Reine Formsache, jedoch unabdinglich. Sicher, der Papierkram muss in Ordnung sein. Also, Geralt von Riva. Geburtsort unbekannt. Eltern unbekannt. Alter unbekannt. Unwichtige Details. Kommen wir zu jüngeren Ereignissen. Zur Belagerung der Burg La Valette. Dem Schicksal des verteidigenden Kommandanten, einem Arjan. Ach, jetzt fängt die Fragestunde an, weil ich hatte ja keinen Spielstand von 2. Ne, ich habe ihn verschont, soweit ich mich erinnere. Wir haben auf gegnerischen Seiten gekämpft, das stimmt. Dann landeten wir im gleichen Kerker. Arjan ist entkommen und dabei hat er die Burg in Brand gesetzt. Ah, so hat das Feuer angefangen. Unsere Berichte haben den Drachen dafür verantwortlich gemacht. Weiter im Text. Du hast dann Zuflucht im hübschen Flotsam gefunden und dich von dort aus nach Vergen begeben. Die Frage ist, wie? Ich bin mit Roch, glaube ich, gegangen. Ich bin mit Vernon Roche aus Flotsam entkommen. Das ist der Kommandant der Blauen Streifen und... Ein Anderlingsmörder. Wir kennen den Herrn gut, Hexer. Interessante Allianzen schmiedest du. Mir ist, als stünde die interessanteste noch bevor. Na los, nächste Frage, bevor mir der Bart nachwächst. Wenn das geschieht, rasieren wir dich nochmal. Also schön. Der berüchtigte Gipfel in Loch Muin. Du warst dort. Und hast dich schon wieder in die Angelegenheiten der Mächtigen eingemischt. Zufall. Ich musste Triss retten. Ich habe Roch geholfen, Anias zu retten. Anias? Wer ist denn Anias? Ich habe Triss gerettet. Die Mächtigen hielten Triss Merigold gefangen. Es sollte bekannt sein, dass mir an ihr liegt. Und dass ich Leute rette, an denen mir liegt. Das hast du ja auch. Und dabei Radovid die Kontrolle über Kammer und Rat der Magier übergeben. Nilfgaard hat unlängst einen Krieg begonnen. Ohne Anlass. Tu uns also einen Gefallen und lass das moralisieren. Der Herr möchte bitte stillsitzen. Ich bin fast fertig. Das könnte mir schwerfallen, fürchte ich. Soweit ich weiß, hast du danach zugesehen, wie deine Freundin Sheila de Tankerville von einem defekten Megaskop zerrissen wurde. Nö, sie ist ein Kong. Ich habe zugesehen, wie sie in das Megaskop ging. Aber dann habe ich sie befreit. Aus der Falle, die euer Mann Leto von Guleta ihr gestellt hatte. Schreib das auf. Ich will sicher sein, dass der Papierkram jetzt in Ordnung ist. Tja, nationale Interessen zwingen einen bisweilen zu schwierigen Allianzen. Auch zu Allianzen mit Hexern. Nö, ich habe ihn daneben gelassen. Die Allianz gibt es noch? Was macht Leto denn so? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen könntest. Ah, Leto versteckt sich also vor euch. Dazu muss er gute Gründe haben. Ist das auf Änderungen im nationalen Interesse zurückzuführen? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Klinge am Hals oder nicht. Ich glaube, das war alles. Deine Unterschrift bitte, zur Bestätigung, dass du die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit gesagt hast, bei Androhung von Kerker oder Tod und so weiter und so fort. Hier und hier. Da die Formalitäten geregelt sind, möchte ich den General bitten, den Raum zu verlassen. Wir wählen jetzt die Kleidung des Herrn aus. Die Angelegenheit ist wichtig, erfordert aber nicht die Unterstützung des Generals. Schade, ich hätte euch beraten können. Bis dann, Geralt. Viel Glück bei der Audienz. Ich scheine eher auf eine Hochzeit vorbereitet zu werden. In dem Fall hätte ich einen Gehrock, einen Frack oder vielleicht einen Abendanzug für den Herrn vorbereitet. Der Herr wird vielmehr aus diesen Kleidungsstücken auswählen. Wo sind meine Kleider? Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder.
sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat. Wir sacken erstmal alle ein. Ist da noch irgendwas im Einsacken da? Kerze! Wir machen hier alles an und aus. Gibt's da noch irgendwas Interessantes? Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Ja, finde ich auch. Was? Wollen wir am Arsch zu gehen? Böser Junge. Hä? Ein Becher, super. Das erwartet man noch. Erstmal wird sowieso geplündert. Ah, da. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird mitgenommen. Ein Vedimin. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Das hat schon viele Bücher, ne? So. Okay, ein Apfel. Bärenfell. Auch nicht schlecht. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Oh, da ist noch was. Ich hoffe, die Bücher bringen uns Wissen oder so ein Scheiß. Was wir auch anwenden können. Wir nehmen alles mit. Ist das rot? Ne, da können wir aber noch ein bisschen was plündern. Bup. Bup. So geil. Das nehmen wir erstmal mit. Das nehmen wir auch mit. Aber ich glaube, ich schalte mich sowieso für das hier. Es ist stylisch, einfach gut. Oh, Blaubeeren. Geil. Da können wir ordentlich schlappern. Schleppern, schlappern. Ah, okay. Ja. Na, Schuhe und Hosen scheinen ja dieselben zu sein. Weg ist das. Bei Handschuhen wäre nicht schlecht. Mist. Na gut. Ja. Geht so. Und da heißt es, Kleider machen keine Leute. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Schätze schon. Ich will was anderes ausführen. Nee, ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Ich bin kein Wildschwein, ich kann mich verneigen. Ich bin doch kein Wildschwein. Ich weiß, wie man sich verneigt. Zeige er es mir bitte. Dies, Herr, ist die richtige Verneigung vor einer Hure an der Straßenecke. Nicht für den Kaiser von Nilfgaard. Nett. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Fick dich. Ich glaube, das war das. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Ja, ja, du mich auch. Komme er mit mir. Komme er mit mir. Was bist du, Yoda? Aber seine Haut hat noch nie eine Feuchtigkeitscreme gesehen. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen.
Na, später vielleicht. Im Grimi ep art Kerser, deit wenn Adan in Karn ep Morwut, em hier war em Reis. Verneigen. Ja, ich glaube, Geralt verneigt sich vor niemanden. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Geralt verneigt sich vor niemanden. Soweit ich mich noch erinnere. So viele Monate an Foltestzhof. Und doch hast du die Grundlagen der Etikette nicht gelernt. Wie heißt es doch? Einem alten Wolf bringt man keine neuen Kunststücke bei. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Sie ist zurück? Ist das sicher? Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Warum ich? Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Information, nicht Motivation. Ich tue es nur für Ciri. Spart euch die Großzügigkeit für die Leute, deren Häuser eure Armee niedergewalzt hat. Das tue ich wegen Ciri, nicht wegen eures Goldes. Deine Motive interessieren mich nicht. Nur Ergebnisse. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Was für ein Wichser. So einen wie den braucht man sich zu verneigen. Hat der Herr nicht verstanden? Habe ich nicht deutlich gemacht, dass man sich vor dem Kaiser zu verneigen hat? Schon gut. Es ist nichts passiert. Dem Herrn nicht. Doch ich werde bestraft werden. Wie denn? Bleibe er nah und belästige er niemanden. Wir hatten genug Brüche der Etikette an einem Tag. Und es ist Nachmittag. Interessiert. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewart der Zweite, Prinz von Elanda. Wisst ihr, es war ja in Novigrad? Er, an Nen, Ratslieden in Enet. Es tun es es auch an Nen. Ich glaube mal ein bisschen was. Es ist Abside Epp, Jansa Nen Matting. Es war der Hotel, an Nen Favad. Evidien, Katat, Regledivin. Na, Freunde. Ich nehme an, die sind wohl noch um einige stärker als die bei Weißgarden. Die war mich Level 17. Ich hab's mal ausprobiert. Esekiti? Den Brebrenegard? Enzelfi den Darfler, es ist den Edmord Maike. Den Sichiat Hefid, das wir kennen, Welle de Tumewe. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Habe zu holen. Moin. Ist die noch angespitzt, ja? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig.
sind sowohl